Hallo, in diesem Video möchte ich euch Grundlagen zur Berechnung des Ohmschen Gesetzes zeigen. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier mal eine kleine Zeichnung aufgestellt und hier könnt ihr die Stromstärke sehen von 2 Ampere. Ihr seht den Widerstand von 6 Ohm, nur die Spannung haben wir nicht. Wie wir die Spannung nach dem Ohmschen Gesetz ausrechnen, zeige ich euch jetzt anhand dieser Formel. U ist die Spannung, R ist der Widerstand und I ist die Stromstärke. Die bekannte Formel URI habt ihr sicherlich alle schon einmal gehört. Um nun die Spannung auszurechnen, müssen wir den Widerstand, also 6 Ohm mal 2 Ampere nehmen. Dann bekommen wir raus 12 Volt. Da haben wir jetzt die Formel U gleich R mal I angewendet. Wenn wir jetzt wissen möchten, wie zum Beispiel der Widerstand ist, gehen wir da mal von aus, wir hätten die 6 Ohm nicht gehabt, dann wäre die Formel R gleich U durch I. Also der Widerstand ist gleich R U, die Spannung durch die Stromstärke. Wäre in unserem Fall 12 Volt geteilt durch 2 Ampere. Macht in dem Fall, wie wir hier oben auch stehen haben, 6 Ohm. Wollten wir jetzt die Stromstärke ausrechnen, wäre die Formel I gleich U durch R. Wären in unserem Fall 12 Volt geteilt durch 6 Ohm macht 2 Ampere. Ja, so wendet man die Formeln zur Grundlagenberechnung des Ohmschen Gesetzes an. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ihr könnt mich auch gern abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.